Hallo, ihr Lieben! Ich habe gekauft, eingekauft. Ich kann es jetzt auch endlich mal zeigen. Ich habe dieses Jahr schon öfter bei der lieben, jetzt muss ich gucken, Annegret, glaube so heißt die, bestellt. Die macht Zeichnungen, die zeichnet und macht dann daraus Stoff. Also sie hat eigenen Stoff. Zum Vernähen, Stoff, Sticker, Postkarten und und. Und nachdem ja wir Mädels unseren Adventskalender haben, hat die Vanessa von mir Karten, einige drin gehabt mit My Little Pony. Und das konnte ich natürlich nicht auf Instagram zeigen oder so in einem Video zeigen, weil die Gefahr besteht, dass sie dann selber dort kauft. Und man möchte ja nicht immer alles doppelt, dreifach, vierfach, fünffach haben. Und darum habe ich das gerade auf Instagram nicht gezeigt. Jetzt möchte ich aber euch die paar Sachen abfilmen, die ich bei ihr gekauft habe. Richtig schöne Sachen. Die hatte einen Sale. Ich weiß jetzt aktuell nicht, ob die wieder einen Sale drinnen hat. Ich werde auch auf jeden Fall ihre Instagram-Seite verlinken. Die macht wirklich tolle Sachen. Also wirklich tolle Sachen. Und dann schaut es da einfach mal auch in dem Etsy-Shop vorbei. Ihr müsst ja nicht kaufen, aber euch einfach mal inspirieren lassen. Wirklich niedliche Sachen macht die. Ich habe auch ein kleines Briefchen von ihr bekommen. Das hat sie auch gezeichnet. Hallo, liebe Gabriela. Ich habe mich riesig über dein Feedback gefreut und auch, wenn ich leider noch keine Glücksbärchis im Shop habe, hoffe ich dir auch dieses Mal mit den Extras eine Freude zu machen. Beste Grüße, Anna. Natürlich, also was die immer für Goodies reinhaut, wow. Lecco mio, muss ich echt sagen. Puh, also echt jede Menge. Die anderen Sachen, die hängen da schon zum Teil. Die kann ich euch jetzt nicht zeigen. Ich weiß nicht, habe ich hier, vielleicht habe ich hier zufällig was drinnen. Ich habe hier nämlich, ich schiebe hier nämlich immer alles rein. Das könnte was sein. Ja, zum Beispiel hat die so eine Karte. Das ist ein Seepferdchen-Pony. Und das ist eine Aufklappkarte. Müsste zum Aufklappen sein. Und wenn nicht, ist es halt eine Postkarte mit Briefkuvert. Also vielleicht bekommt irgendjemand mal von mir Post, so eine schöne. Ich habe heute eine tolle Frisur, gell? Ich bin den ganzen Tag schon am Putzen und tun. Deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Entschuldigung. Das war ein Goodie. Und zwar ist das eine Postkarte und da steht: Mal mich aus. Sind Golden Retriever, Dackel, Mops. Was haben wir da noch? Wie heißen die? Stafford? Staffordshire Terrier oder so, ein Chihuahua, ein Husky. Ja, also ganz schöne Sache. Der Bulli fehlt noch, muss ich sagen. Der Bulli fehlt hier. Wirklich toll. Die Karten, also es ist auch wirklich direkt zum Ausmalen das Material, gebe ich immer meinen Kindern und die malen das dann wirklich schön aus. Ich habe schon einige davon bekommen. Also hier ist einmal die Karte. Dann, was habe ich bestellt? Ich zeige euch jetzt, ich sollte euch lieber das zeigen, was ich bestellt habe. Ich habe einmal hier diese Karte bestellt. Ist auch ein Seepferdchen-Pony. Ich finde die Farben einfach so wahnsinnig toll. Ich packe jetzt mal eins mit euch aus. Also man kann auch Originale bei ihr kaufen. Das ist auch schon wieder ein ganz anderes Material wie das. Man sieht auch, das schimmert schön, das jetzt nicht. Wirklich toll ist eine Postkarte. Da steht auch Renania, der Seepony, ja, so heißt es. Und da für die Briefmarke zum Drauftun ist auch noch das kleine Detail, was hier hat, den Fisch, ist da, dass man weiß, hier draufklebe Briefmarke. Also wirklich toll. Und dann passen dazu, farblich dazu, eben noch der Briefumschlag. Hat 2 € gekostet. Single Sea Pony Postcard with
Envelope, also mit Briefumschlag, 2 €. Finde ich total fair. Also das war. Dann, ja, Stationery. Viele, die, weiß ich nicht, bei, wie heißen die, Modes for You, glaube ich, hieß das damals. Und AliExpress, da gibt es diese Sets, diese Büro-Schreibwaren-Sets. Und da hat sie auch eins mit so niedlichen Haaren und mit so einem Küken. Total niedlich. Hat 6,50 € gekostet. Also die Außenmalkarte, da ist ein Goodie. Einmal hier mit Stift. Richtig toll. Also der ist aus Papier. Sehr nachhaltig. Und oben ist halt der Kuli. Dann ist in dem Set mit dabei Hessi und Kekki heißen die zwei. Hier einmal Postkarte. Ich würde sagen, Hase ist Hessi und Kekki ist Küken. Und dann hier der Hessi und Kekki. Auch total niedlich. Und hier auch nochmal. Finde ich halt für Ostern, wenn man sagt, man möchte eine Osterpost machen oder so, wahnsinnig niedlich. Dann hier einen kleinen Block. Sehr süß. Und da die Abenteuer von Hessi und Kekki. 21 Motive, 42 Sticker. Also immer zweimal dasselbe. Und da hinten kann man auch so einigermaßen sehen, welche denn drin sind. Also wahnsinnig niedlich. Wirklich toll. Ja, werde ich sicher, sicher, sicher nochmal bei ihr bestellen. Ich möchte unbedingt noch ein Original. Nicht, dass es mir das nicht wert ist, aber ihr kennt das ja selber. Man ist dann immer ein bisschen geizig, was ja eigentlich bescheuert ist. Und dann habe ich ein Home Sweet Home Double Side Pony Art Print. Ich war völlig baff. Nee, sie hat mein Goodie mit rein. Ich zeige euch mal das, was ich bestellt habe. Einmal ist es der Teppich. Einfach Teppich vom Stall von My Little Pony. Der ist auch in diesem Stall drinnen. Und dann das. Guckt euch das an. Das ist dieser Stall. Und da ist auch der Teppich drinnen. Toll, oder? Toll. Einfach nur so schön. Applejack nehme ich an, da oben am Baum. So toll. Das werde ich mal definitiv einrahmen und mit draußen an unserer Treppe mit dazu hängen. Am Treppenaufgang. Also wirklich schön. Richtig toll. Das war dabei. Und jetzt kommen wir zu den Goodies, die ja schon. Das hat 7 € gekostet, was ich auch völlig okay finde. Und jetzt sind wir bei den Goodies. Einmal hier der Fuchs. Und dann ist das die Rückseite davon. Toll, oder? Ach, ich finde das atemberaubend schön. Dann diese Ausmalkarte, die ihr gesehen habt. Dann diese Postkarte. Auch süß, da steht einen herzlichen Gruß. Nebenbei läuft Weihnachtsmusik bei mir. Und dann das. Das ist ein Mädchen, so ein Aquarell oder eine junge Frau. Als Postkarte auch. Und wir sind ja noch nicht fertig. Richtig schönen Anhänger. So ein Acrylanhänger. Schlüsselanhänger mit einem Hasen. Der war auch noch mit dabei. Und nochmal so Sticker von Hessi und Kekki. Ganz viele. Nochmal dazu. Die waren dann so mit drinnen. Also wirklich schön. Und das hat alles hier seine Richtigkeit. Man kriegt eine richtige Rechnung und so. Also wirklich toll. Ich kann euch die Anna wärmstens empfehlen. Die ist wahnsinnig nett,
Wahnsinnig, ne? Die macht wirklich tolle Sachen. Und ja, ich würde sagen, ihr müsst da vorbeischauen. Aber ich zeige euch jetzt dann gleich noch jemanden, bei dem habe ich auch oder bei der habe ich auch bestellt. Kleinen Moment. Finde ich jetzt nicht. Bin jetzt gerade runtergegangen, muss wahrscheinlich irgendwo unten liegen. Oh, das ist ein Phänomen. Im Alter lässt das Hirn nach, Leute. Wirklich, da lässt das nach. Und mit Schwangerschaften sowieso. Und oh. Beim nächsten Video werde ich euch das einfach mit zeigen. Ich habe jetzt eh dann ein Haul bald. Ja, ich habe ein Haul. Was auch sonst. Und ja, dann zeige ich das einfach mit. Ist ja auch gekauft. Wäre halt jetzt passend gewesen, weil es auch do-it-yourself ist. Aber hier liegt es auch nicht. Es nervt mich. Nervt mich jetzt. Wahrscheinlich gehe ich jetzt runter und dann liegt es unten irgendwo. Nun gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und man hört sich und sieht sich. Ciao! Na, was soll ich sagen? Ich habe es gefunden. Ach, das nervt mich so. Ich hasse ja Videos schneiden. Ich habe das jetzt mit der App da versucht. Ich denke, es funktioniert. Und ja, ich wollte euch das noch zeigen. Und zwar habe ich bei Carolines Fine Art, glaube ich, heißt sie auf Instagram. Glaube ich, schaut, ich bin so blöd. Vielleicht steht es da irgendwo drauf, aber ich denke nicht. Doch, Carolines Fine Art. Doch, ich werde euch auch den Instagram-Kanal-Seite in die Beschreibung posten. Und zwar hat die keinen Etsy-Shop. Die Anna hat einen Etsy-Shop. Und ja, der kann man schreiben. Sie hatte letztens Druck gepostet, die sie verkauft. Und da musste ich zuschlagen. Ich war total verliebt. Wie immer, das ist die Karte. Das hat sie gemalt. Ich weiß nicht, was mit meinem Zoom ist, aber auf jeden Fall sind es die Disney-Prinzessin und der Robin von Robin Hood. Liebe Gabriela, tausend Dank für deine Unterstützung. Es bedeutet die Welt für jeden kleinen Künstler. Ich hoffe, du magst die kleinen Extras. Liebe Grüße, Caro, Carolines Fine Art. Also, oh, wie gesagt, ich war total verliebt. Amalthea oder Amalthea oder so heißt die, oder? Wer kennt den Film? Na, das letzte Einhorn. So toll, das hat die gezeichnet. Das ist jetzt ein Druck, ein Digitaldruck. Hatte ich echt noch Glück. Hatte sie nur einmal da. Ich mache mal ohne Licht. Da könnt ihr es dann auch nochmal sehen. Also echt toll. Und es waren Goodies mit drinnen. Oh, so schön. Einmal hier das letzte Einhorn als Einhorn und diese goldenen Punkte, die sind so drauf. Die hat die danach drauf gemalt, gedrückt mit so einem Stift, goldenen Stift, sowas in der Art halt, in fein und dann draufdrücken. So würde ich das jetzt sagen, hat die das gemacht. Also richtig toll und die Sisu. Ich finde den Film Raya und der letzte Drache so toll. Disney hat in den letzten paar Jahren wirklich ganz tolle Filme rausgebracht. Außer Soul, der ist mal richtig scheiße, meiner Meinung nach. Aber Raya und der letzte Drache ist echt toll. Das wäre der Licht. Oder Onward, oh, mein absoluter Lieblings-Pixar-Film. Onward ist echt toll. Also, das ist Sisu. Ja, das habe ich bei ihr gekauft. Die macht wirklich tolle Sachen und guckt auch bei ihr vorbei. Unterstützt die kleinen Shops, Künstler. Die machen so tolle Sachen. Und ja, ich würde sagen, jetzt erzählen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!